In dieser Episode stelle ich dir wieder drei Mini-Challenges aus meinem kostenlosen Spiel Gesund, Schlank und Fit trotz Homeoffice und Kinderbetreuung vor. Es gibt jeweils wieder eine Challenge aus dem Bereich Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. So, du hast diese Woche wieder die Möglichkeit, drei Challenge-Aufgaben anzunehmen. Wie du ja weißt, bin ich ein absoluter Fan davon, Inhalte spielerisch an dich heranzutragen. Deshalb habe ich ja auch dieses kostenlose Spiel entwickelt. Das sind im Prinzip 30 Spielkarten, die du für dich oder gemeinsam mit deiner Familie ausschneiden kannst. Es gibt auch noch eine Seite, wo du dir selbst Challenges ausdenken kannst. Das sind die sogenannten Joker-Karten. Falls du jetzt jemand bist, der die gerne Inhalte hört, statt zu lesen, vertone ich jetzt ein paar der Challenges in den kommenden Episoden. Das heißt, du konzentrierst dich einfach auf diese drei kleinen Mini-Aufgaben, die ich dir gebe. Was ich dir versprechen kann, dass sie immer auch schon was bringen, dass auch kleine Schritte dich an die Startlinie bringen. Und es geht ja auch immer darum, Gewohnheiten zu ändern, Gewohnheiten zu durchbrechen. Und das funktioniert wirklich sehr gut mit Minischritten, mit Mikroschritten, mit ganz klitzekleinen Schritten, die dich wieder nach vorne bringen. Okay? Ja, lass uns gleich starten mit der ersten kleinen Challenge oder auch Karte aus dem Spiel. Und die heißt Tschüss Zucker. Und damit eine Ernährungs-Challenge und die Aufgabe ist heute, wenn du noch ein Zucker-Junkie bist, streichst du heute sämtliche Süßigkeiten von deinem Speiseplan. Also keine Schokolade, kein Bonbon, kein Kuchen, keine Plätzchen, nichts aus diesem ganzen Bereich des zusätzlichen Zuckers, den du dir zu deinen Mahlzeiten noch genehmigst. Falls du jetzt schon sagst, da bin ich schon viel fortgeschrittener, ich esse ja gar keine Süßigkeiten, kannst du einen Schritt weiter gehen und zuckrige Nahrung weglassen heute mit dieser Challenge. Das heißt zum Beispiel Honig, Marmelade, Müsli, also alle Getreidearten haben ja auch eine Menge Zucker und das Müsli gehört damit dazu. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, lässt du die Sättigungsbeilagen weg wie Kartoffeln, Reis und Nudeln. Das sind so die zuckrigsten, ja und das Brot noch, das habe ich noch vergessen. Das sind so die zuckrigsten Lebensmittel, die du heute an diesem Challenge-Tag gerne mal weglassen kannst und damit dem Zucker Tschüss sagst. Was ist der Sinn dahinter? Alle Zuckersorten, die ich dir gerade aufgeführt habe, also die Süßigkeiten, die Sättigungsbeilagen, die besonders zuckerhaltigen Lebensmittel, sind Zuckerarten, die deinen Blutzuckerspiegel sehr nach oben treiben, an die Decke knallen lassen. Also der sogenannte Raketenzucker, den wirst du ja jetzt schon öfter gehört haben in meinen Episoden. In der Folge 002 gehe ich da nochmal ganz besonders drauf ein, ganz am Anfang dieser Podcast-Show. Jedes Mal, wenn dir der Blutzuckerspiegel an die Decke knallt,
muss deine Bauchspeicheldrüse gegenlenken, schüttet unglaubliche Mengen Insulin aus und ist meist so fleißig, dass es jetzt sogar zu einem Blutzuckerabfall kommen kann, der unter das Ausgangsniveau geht. Das heißt, jetzt wird von deinem Gehirn Alarm ausgelöst, der da heißt Zuckermangel, obwohl du vor einer halben oder vor einer Stunde gerade erst Zucker gegessen hast. Und das ist der sogenannte Heißhunger. Dein Gehirn realisiert den Abfall des Blutzuckerspiegels dadurch, dass so viel Insulin im Spiel war, und schickt dich wieder auf Nahrungssuche. Also der Sinn hinter dieser Karte ist, den Zucker mal komplett wegzulassen, vielleicht auch mal zu spüren, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man den Zucker mal komplett weglässt, oder auch mal zu realisieren, oh, Zucker gibt es ja auch in den ganzen Sättigungsbeilagen und im Brot und so weiter. Und mal reinzuspüren, wie geht es mir denn an so einem Tag, wo ich den Zucker mal komplett weglasse. Und der Hammer wäre natürlich, wenn du das mal so 2-3 Tage hintereinander machst und dann nochmal reinspürst, da wirst du ein so deutliches Ergebnis haben, dass du sagst, ja, das kann ich auch vielleicht mal noch ein bisschen länger durchziehen. Ja, also diese Karte oder diese Challenge ist ein erster Schritt. Tschüss Zucker. Zuckrige Dinge einfach ausschließen heute an dem Tag. Nur dieser eine Tag. Und einen Tag schaffst du. Ja, einen Tag schafft jeder. Und dann guck mal, wie sich das angefühlt hat. Okay? So, bei der zweiten Mini-Challenge für diese Woche geht es um eine Achtsamkeits-Challenge, die da heißt Küchenparty, was nichts anderes bedeutet, als dass du dir Zeit nimmst, in aller Ruhe eine Mahlzeit zuzubereiten und diesen Vorgang mal wieder so richtig genießt. Wenn du alleine bist, geht es halt nur alleine. Wenn du Familie um dich herum hast, Kinder, Partner oder auch, ja, Nachbarn wollte ich gerade vorschlagen, geht ja gerade nicht. Ja, dann spann die mit ein. Verabredet euch zu einer Küchenparty. Überlegt euch, was könnten wir heute kochen. Dann trefft ihr euch zu einer bestimmten Uhrzeit in der Küche, zum Beispiel um das Abendessen vorzubereiten, um, ich sag mal, 17 Uhr, 18 Uhr, und macht die Musik laut an. Jeder bekommt seine Schnibbelaufgaben zugeteilt oder was auch immer, was gerade in der Küche anliegt. Und dann feiert das so ein bisschen, dass ihr jetzt zusammen seid, dass ihr euch gemeinsam eine Mahlzeit zubereitet, zusammen kocht und genießt diese Familien-Quality-Time. Der Sinn hinter der Küchenparty-Karte oder hinter der Küchenparty-Challenge ist, dass du dir oder ihr euch mal wieder ganz bewusst Zeit nehmt für euch und das Ganze damit verbindet, dass gekocht werden muss, ja sowieso, und ja quasi das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden, Zeit zusammen verbringen und hinterher ein leckeres Essen auf dem Tisch haben. Das ist der Sinn hinter der Karte. Küchenparty, und ich habe von meinen Kunden auch schon gehört, dass die ordentlich gespielt wird, dass das ganz gut ankommt. So, die nächste Spielkarte oder die nächste Challenge heißt Plank Challenge. Eventuell kennst du die Übung schon, du liegst auf dem Bauch und stützt dich dann mit den Unterarmen und den Fußspitzen so ab, dass du waagerecht in einer Art Planke über dem Boden schwebst. Wie gesagt, abgestützt auf deinen Unterarmen und den Füßen. Dabei sollte dein Po nicht so weit nach oben kommen und dein Körper auch nicht durchhängen. Also bist wirklich wie so eine Schiffsplanke auf den Unterarm aufgestützt über dem Boden. So, und dann stellst du oder stellt ihr eine Stoppuhr. Und wer es schafft, am längsten in dieser Position zu bleiben, der ist der Sieger oder die ist die Siegerin. Übrigens, wenn du eine Minute schaffst, bist du schon richtig gut.
Ja, wenn Anfänger damit starten, geht das meist erst ein paar Sekunden. Man glaubt nicht, wie schwer es sein kann, sich in dieser Position zu halten, weil es geht sehr auf die Bauch- und Rückenmuskulatur, auf die Schultermuskulatur. Und je nachdem, wie sportlich ambitioniert du bist oder auch wie viel Kilogramm du da jetzt auch halten musst, kann das eine ganz schöne Herausforderung sein. Nur das Schöne an der Übung ist, du schaffst jeden Tag ein paar Sekunden mehr. Also der Sinn hinter dieser Karte ist, dir überhaupt mal diese Plank-Challenge vorzustellen und dir diese Übung schmackhaft zu machen. Und was du jetzt machen kannst, du kannst dich jeden Tag mal kurz in diese Position begeben. Es geht ja wirklich nur ein paar Sekunden. Das ist also wirklich ruckzuck gemacht. Und du wirst sehen, dass das jeden Tag ein bisschen länger klappt, bis du bei dieser Minute bist. Und wenn, dann kannst du weitermachen. Dann bist du vielleicht mal irgendwann bei 1,5 Minuten und 2 Minuten. Das dauert natürlich so ein bisschen. Aber jeden Tag ein paar Sekunden sich mal in diese Position begeben oder vielleicht mehrmals am Tag. Und das kannst du auch in einen noch so vollen Alltag unterkriegen. Ja? So, ich fasse diese 3 Challenges nochmal zusammen. Challenge Nummer 1, lass den Zucker weg. Es ist übrigens egal, mit welcher Challenge du anfängst in dieser Woche. Ja? Challenge Nummer 2, Küchenparty. Ja, das heißt, schnapp dir jemanden, mit dem du eine Wir kochen jetzt für uns Küchenparty. Schnapp dir jemanden, mit dem du eine Wir kochen jetzt lecker für uns Küchenparty veranstalten möchtest. Falls du alleine bist, mach dir die Musik laut an, deine Lieblingsmusik, und genieße es, dir jetzt in aller Ruhe eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Und die 3. kleine Challenge, die Bewegungs-Challenge, war die Plank-Challenge. Also ab auf den Bauch, auf den Unterarmen und den Fußspitzen aufstützen, in die Plank-Position gehen und mal gucken, wie lange du das schaffst. Du musst dir natürlich eine Stoppuhr dafür stellen, klar. Was du natürlich auch machen kannst, diese 3 kleinen Challenges an einem Tag erledigen. Ja, das ist ja auch möglich. Das heißt, du hast vielleicht einen Tag, wo du nicht so viel zu tun hast und sagst, heute ist mal hier gesund, schlank und fit Tag. Ich werde auf Zucker verzichten, auf zuckrige Mahlzeiten verzichten, werde mir heute Abend bei lauter Musik eine tolle Mahlzeit zubereiten und zwischendurch die Plank ausprobieren. Ich kann dich nur immer wieder versuchen zu motivieren, mit solchen kleinen Dingen anzufangen. Du wirst dir automatisch deine Lieblings-Challenges, deine Lieblingskarten oder deine Lieblingsübungen, deine Lieblingsinspirationen daraus fischen und weitermachen. Es sind 30 Karten in diesem Spiel, das du dir übrigens jederzeit runterladen kannst. Den Link wirst du auf der Beitragsseite zu dieser Episode natürlich finden und auch in den Shownotes im Podcast. Es ist wirklich für jeden was dabei und ja, ich kann dir nur ans Herz legen, anzufangen mit kleinen Dingen. Es müssen nicht die großen dramatischen Umstellungen sein. Auch mit kleinen Dingen kommt man schon in die richtige Richtung. Okay? Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. In Kürze werden sich die Türen zu meinem Einzelcoaching Frühlingsspecial öffnen. Ich habe mir wieder einen tollen Namen ausgedacht. Like Ice in the Sunshine werden deine Pfunde schmelzen. Das heißt, ich habe das, was ich mit meinen Kunden in den letzten Monaten und Jahren erfahren habe, in diesen Titel gepackt. Du kannst dich jetzt schon auf eine Warteliste setzen lassen. Den Link findest du natürlich auch hier in den Shownotes und auf der Beitragsseite zu dieser Episode.
und erfährst dann vor allen anderen, wann sich die Türen öffnen, bekommst zwischendurch schon ein bisschen Motivation, ein paar Informationen und ja, würde mich freuen, dich auf der Warteliste zu sehen, falls du denkst, ich gehe das jetzt mal an, ich möchte jetzt endlich mal runter von meinem Pfunden und ich brauche dafür einen Coach an meiner Seite, okay? Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.